Eine Hauptfunktion, die oft bei Moodle genutzt wird, ist der sogenannte Test, bei dem ich Schüler selbstständig üben lassen kann. Und funktioniert insofern sehr gut, dass die korrekten Antworten von mir im System hinterlegt werden und so ein Schüler tatsächlich sehr individuell sich austoben kann in den Bereichen, in denen er das gerne möchte. Also, wie kann ich jetzt einen Test hinzufügen? Ich muss zuerst mal wieder Bearbeiten einschalten machen. Dann kommen wieder meine ganzen Kontextmenüs und dann mache ich mal hier unten Material oder Aktivität hinzufügen. Hier ist jetzt schon eine Auswahl an Aktivitäten. Das sind nicht unbedingt alle Aktivitäten, die verfügbar sind in Moodle. Der Admin kann einige anzeigen oder ausblenden, im Zweifel einfach mal nachfragen, aber wichtig, Test ist eigentlich immer dabei. Dann gehe ich auf Hinzufügen und komme dann hierher. Klar, der Test braucht einen Namen, der heißt jetzt mal Test. Ich kann eine Beschreibung eintippen. Diese Beschreibung kann mit diesem Häkchen im Kurs angezeigt werden oder auch nicht. Ich kann in die Beschreibung auch dank dieses Formatierungsbereichs die dollsten Dinger reinhauen. Ich kann einen HTML-Code reinmachen, Bild, ein Video, Links. Im Normalfall nicht zu viel Schnickschnack vielleicht. Und dann gibt es hier wieder einen riesen Batzen an Dingen, die man sich mal anschauen kann, wenn man lustig ist, aber im Normalfall muss man daran nichts machen. Kleine Ausnahme, potenziell Voraussetzungen, darauf bin ich in einem anderen Video eingegangen, zu dem gibt es einen Link gerade hier. Wenn ihr also euren Titel gewählt habt, speichern und anzeigen. Und dann wird dieser Test auch gleich geöffnet und es kommt die Meldung, na, wurden noch keine Fragen eingetragen. So. Dann muss ich hier noch einmal auf Testinhalt bearbeiten und komme in diese Ansicht. Da sieht man, beste Bewertung ist einfach mal mit 10 vorfestgelegt. Je nachdem, wie viele Punkte ich dann vergeben möchte, wird es teilweise selbstständig geändert oder ich kann hier einfach eine andere Zahl eingeben. Ich kann auch sagen, es sind 35. Gehe ich auf Speichern und dann übernimmt er das. Und dann geht es richtig zur Sache. Nämlich hinzufügen von im Normalfall für Anfänger Fragen hinzufügen. Und jetzt komme ich zu den einzelnen Fragetypen und die werde ich in den folgenden Tutorials oder die wichtigsten davon werde ich in den